Das ist der Trioterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein EM und Terra Preta Thema im Garten, also Begrünung Ihres eigenen Gartens. Eine typische Frage am Telefon. Herr Heckel, ich war auf Ihrer Internetseite Trioterra. Da gibt es so viele Produkte, so viele Informationen. Wie fange ich denn jetzt an? Was soll ich machen? Die zwei wichtigsten Produkte, mit denen Sie erstmal alles im Garten und so weiter machen können, Trioterra Aktiv und Trioterra Streu. Trioterra Aktiv, das ganz normale vermehrte EM, EMA sagt man auch, also die vermehrten effektiven Mikroorganismen, im Grunde ein flüssiger Sauerteig, Sauerkrautsaft mit Milchsäurebakterien, Hefen und begleitenden Arten, vermehrt mit Melasse, ungefähr 50 Milliliter Melasse auf so einen Liter und dann eben eine Woche fermentiert sauer. Das ist das Grundprodukt EM mit allen Mikroorganismen, damit kann man alles machen. Theoretisch auch Hunde füttern, selber trinken, ist nicht dafür zugelassen, aber kann man mitputzen, kann man, das ist das Wichtigste, Pflanzen gießen, Boden durchfeuchten, Mulch anfeuchten, Kompost durchfeuchten. Das ist Trioterra Aktiv, also das ist das grundlegende EM-Produkt und wenn Sie sich überlegen, irgendwas mit EM zu machen, Trioterra Aktiv EMA. Und Trioterra Streu, da geht es dann in Richtung dieser Terra Preta. Das ist in diesem Sack, 10 Liter Beutel, 20 Euro bzw. 5 Liter Eimer für 12 Euro. Und das ist diese Mischung Holzkohle, also vom Volumen her 70% Holzkohle, Basaltgesteinsmehl, Zeolithgesteinsmehl, Kieselgur, Keramikpulver ist drin. Das sind die ganzen trockenen Bestandteile und das haben wir noch gemischt mit Mikroorganismen, also auf so einem 10 Liter Beutel ist auch ungefähr 1 Liter von den Mikroorganismen Trioterra Aktiv mit eingemischt und dieser Trioterra Streu ist noch nicht fertige Terra Preta, noch nicht fertige Erde, Holzkohle, Kompost, sondern das wird mit der zehnfachen Menge organischem Material fermentiert im Bokashi oder da gibt es dann eben diese Bokashi-Eimer, wo man Bokashi drin machen kann, wo man immer eine 5 bis 10 cm Schicht Gemüseabfälle reinmacht und dann eine Schüppchen Trioterra-Streu rauf oder ganz normal über den Kompost ein paar Schüppen davon, auch wieder 5 bis 10 cm Garten Gemüseabfälle und dann ein bisschen Trioterra-Streu rauf und dann zum Beispiel mal angießen mit Trioterra Aktiv, das ist natürlich auch gut verteilt, obwohl hier auch die Mikroorganismen drin sind, ist gut, wenn man das noch ein bisschen mit Wasser verteilt durchmischt. Ja, das sind die beiden Hauptprodukte und jetzt noch mal ganz kurz die wichtigsten Anwendungen bei Trioterra Aktiv. Wäre das also gießen, das wäre das einfachste und erste. 50 Milliliter auf eine 10 Liter Gießkanne. So, das entspricht einer, das ist hier ein Schnapsglas, bisschen voller als voll, so wie es in der Kneipe ordentlich serviert wird, also ungefähr 25 Milliliter drin und das zweimal. Kann man nicht über, also kann man auch 100 Milliliter nehmen, bis zu 200 Milliliter könnte man nehmen pro Gießkanne, wenn man es ganz extrem machen will, aber unser EM ist sehr konzentriert, viel Melasse drin, viel Nährstoffe, also da reicht normalerweise 1 zu 250 Milliliter auf 10 Liter. Und mit dieser Mischung können wir dann schon, hier noch ein Tipp, Flasche wieder so weit zusammendrücken, bis keine Luft mehr drin ist, dann ist die Haltbarkeit ein Jahr und länger, wie bei Essig oder Wein, wird eigentlich nicht schlecht. So, und das hier, damit können wir dann zum Beispiel mal so eine Kultur wie die hier, unser Elefantenknoblauch, jetzt im Frühjahr einmal angießen. Der hat schon Kompost, aber der durch die Mikroorganismen kriegt er jetzt nochmal einen Schub, einen Wachstumsschub. Hier unser gepflanzter normaler Knoblauch zwischen den Erdbeeren alles. Erdbeeren und Zwiebelgewächse vertragen sich ja sehr, sehr gut.
Und genauso kann man Mulch angießen, kann man Kompost Schicht für Schicht durchfeuchten, kann man seine Rosen, seine Stauden gießen. Wenn man es durchdringend macht, dass es bis an die Wurzel kommt, kriegen die normalerweise einen richtigen Wachstumsschub. Nicht unbedingt, weil EM Nährstoffe hat. EM hat praktisch keine Nährstoffe, so gut wie nichts, sondern weil die Mikroorganismen im Boden die Nährstoffe, die da sind, aktivieren, für die Pflanze umsetzen. Also das aktiviert die ganzen Nährstoffe, die im Boden da sind, setzt die schneller um und dann kann die Pflanze die aufnehmen. Also wenn Sie Ihrem Baum, Ihrem Strauch, Ihrer Staude, Ihrem Zimmerpflanzen was Gutes tun wollen, Topfpflanzen, dann 1:200 verdünnt gießen. Und das macht man vielleicht einmal im Monat. Jetzt im Frühjahr könnte man es mal alle 2 Wochen machen, aber normalerweise so einmal im Monat reicht völlig aus. Das ist gießen. Dann sprühen. Da kommt wieder unser Schnapsglas. 1/2 Liter Sprühflasche. Diese Foxy Plus Sprühflasche, die wir auch haben, die man auf den Kopf stellen kann und immer noch sprühen kann. So, wieder 50 Milliliter, also 1:10 verdünnt wollen wir das jetzt sprühen. Das heißt 50 Milliliter auf 1/2 Liter. Das ist eine gute Verdünnung. Es ist schon recht konzentriert. Man könnte es mitunter sogar noch weiter verdünnen. Aber 1:10 würde ich beim Sprühen eigentlich immer verdünnen. Es sei denn, man will ganz speziell gegen Läuse sprühen und die sitzen da schon drauf. Die kann man auch mal ein bisschen konzentrierter 1:1 verdünnt sprühen. Dann fallen die nämlich einfach von der Säure um. Ansonsten tut den EM nicht so viel. Der EM stärkt die Pflanze, die Oberfläche der Blätter, der Rinde, Pflanzen wird mit positiven Mikroorganismen besiedelt und dann haben die negativen Mikroorganismen nicht so die Chance, sich so schnell auszubreiten. Also Viren, Bakterien, Pilze können sich dann nicht so schnell ausbreiten. Also das ist jetzt unsere Mischung. 50 Milliliter Triateractiv auf 1/2 Liter Wasser und mit unserer Sprühflasche, natürlich im Garten gerne auch größere 5 Liter Spritzen, Rückenspritze, was auch immer. Und zum Beispiel profitieren sehr viele Gehölze davon. Das ist ein Johannisbeerstrauch, der dann auch öfter mal diese Kräuselkrankheit hat. Das sind auch Insekten und Pilze, die man mit rechtzeitigen EM-Sprühen ganz gut in den Griff kriegt. Und rechtzeitig heißt wirklich jetzt, bevor die Knospen aufgehen, bevor die ersten Blätter kommen, muss man schon mal sprühen. Und dann, also jetzt wirklich im März, April und dann wirklich alle 2 Wochen. Also im Profi-Anbau sagen wir wirklich alle 1 bis 2 Wochen sprühen. Dann haben wir so eine stabile Mikrobiologie, dass diese Schadinsekten und Schadpilze und Schadbakterien und Viren sich nicht festhalten können. Birnengitterrost, eben hier die Kräuselkrankheit bei Johannisbeeren, Pfirsiche. Man stärkt die Pflanze, man besiedelt alle Oberflächen so intensiv und man verwirrt gewissermaßen auch die Schädlinge, weil die nach bestimmten Gerüchen gehen und EM neutralisiert ja diese ganzen Gerüche. Von daher, ja, auf der Ebene muss es irgendwie wirken, auf jeden Fall wirkt es. Also im einfachsten Fall das. Hier ein Buchsbaum, der keine Probleme hat mit Buchsbaumpilz, aber da haben wir ganz viele Erfahrungen. Buchsbaumpilz, da gibt es eigentlich nichts, was funktioniert, außer EM. Regelmäßig EM sprühen und zwar mindestens 5-mal im Jahr. Am Anfang kann man ruhig mal 5-mal hintereinander, jede Woche 1-mal sprühen, wenn man das Problem hat, befallene Sträucher. Und ja, genauso intensiv durchsprühen. Also jetzt natürlich mit der kleinen Flasche müsste man hier eine 1/2 Stunde sprühen. Oder auch mit dem Gießkanne einmal überbrausen und wirklich durchfeuchten, dass es auch auf den Boden kommt. Das besiedelt den Buchsbaum so gut, dass dieser Buchsbaumpilz und auch der Buchsbaumzünsler ihn nicht mehr attraktiv finden, beziehungsweise sich zurück. Die sind nicht weg, aber der Buchsbaum hat neue Kraft, wächst vital wieder raus und der Pilz und sind erstmal gestoppt. So, das ist der Buchsbaum. Und die nächste Variante, ein Sorgenkind, sind immer die Pfirsiche mit ihren sich einrollenden Blättern und Schwierigkeiten. Da müssen wir schon die Nachbarn einladen, dass die bei uns ernten kommen, weil wir kommen nicht hinterher, unsere ganzen Pfirsiche zu ernten. Was hat der schon wieder für Knospen? Der wird wieder voll hängen bis zum geht nicht mehr. Den müssen wir eigentlich nochmal beschneiden, sonst brechen die Äste wieder ab. Aber der genauso, wenn man den also alle Oberflächen feucht einsprüht,
Das ist natürlich noch interessanter, wenn er dann Blätter hat, aber jedenfalls jetzt schon anfangen, weil jetzt ist die Zeit, eigentlich sogar schon im Januar für den Pfirsich, dass sich diese Schädlinge da einnisten. Dann kann man auch diese Pfirsichkrankheiten in den Griff kriegen. Mit der Triaterra-Streu machen wir es unseren Kunden etwas schwieriger. Sie müssen da noch mischen, und zwar entweder mit fertigem Kompost oder idealerweise mischen erstmal auf dem eigenen Komposthaufen. Ich habe schon gesagt, Bokashi kann man auch damit machen, aber wir gehen mal zu unserem Komposthaufen. Auch da 5 bis 10 cm Schicht Garten-Küchenabfälle und dann eben etwas Triaterra-Streu rüber, so dass man ungefähr vom Volumen der Garten-Küchenabfälle auf 1 zu 10 bis 1 zu 20 kommt. Gerade wenn es so voluminöse Abfälle sind, eher so 1 zu 20. Das heißt, da können wir dann hier, wo noch ein bisschen knapp ist mit der Streu, können wir da immer noch was rüber machen. Bei unseren Küchenabfällen haben wir es oftmals schon im Eimer drin, dass wir es, wenn wir es hier raufbringen. Aber für die Gartenabfälle machen wir es dann nochmal extra rüber. So, wie gesagt, ungefähr auf 1 Kubikmeter Kompost, also Material, brauchen Sie also ungefähr 50 Liter Triaterra-Streu oder auf 100 Liter, sagen wir mal, Gartenküchenabfälle brauchen Sie 5 bis 10 Liter Triaterra-Streu. So, also 5 reichen normalerweise aus bei den Gartenabfällen. So, okay, das war der Kompost. Dann wollen wir jetzt mal, die meisten Leute haben es dann ja eilig, wenn sie loslegen wollen und wollen nicht ein halbes Jahr darauf warten, dass der Kompost fertig ist. Deswegen eine Abkürzung. Das ist natürlich ideal, weil hier mit den im Bokashi mit Küchenabfällen oder hier im Kompost mit Garten- und Küchenabfällen haben wir die Chance, dass das alle überflüssigen Nährstoffe, die normalerweise in die Luft gehen würden, saugt sich die Kohle weg, lädt sich mit Nährstoffen auf, lädt sich mit Mikroorganismen auf. Und das macht es am idealsten hier in der Verbindung, halbes Jahr Zeit und mehr mit den organischen Materialien oder im Bokashi in wenigen Wochen. Aber wenn wir es direkt in den Boden bringen wollen, dann müssen wir die Aufladung etwas schneller machen. Und das machen wir hier mit einem fertigen Kompost. Hier haben wir einen 20 Liter Eimer Laubkompost, Stadtkompost, den wir hier bekommen. Da ist noch keine Kohle drin und kein EM. Und den ja, könnte man auch so Schicht für Schicht machen, aber es ist ja nicht so viel Material. Also 20 Liter Kompost, dann 1 zu 10, also 2 Liter Triaterra-Streu da drauf. Dann ist unser 5 Liter Eimer auch schon fast leer. So, 5 Liter waren hier drin, da haben wir auf dem Kompost haben wir 2 Liter genommen. Jetzt nehmen wir hier noch 2 Liter, dann bleibt noch 1 Liter übrig. Das kommt hin. So. Einmal durchmischen. Da kann man jetzt tatsächlich fertigen Kompost nehmen und den dann innerhalb von, ja, gut ist, wenn er noch ein paar Tage stehen kann, wenn er am gleichen Tag verarbeitet werden muss, weil es jetzt rein muss in den Boden, okay. Kann ja auch im Boden noch nachreifen. Und damit sich das gut verbindet und gut vermischt mit den Mikroorganismen und so ein Stadtkompost oder so, da weiß man ja auch nie so genau, ist da noch irgendwas an Problemen, an Fäulnisprozessen, Fäulnisgiften, an irgendwelchen Schadpilzen drin. Deswegen ist es gut, da nochmal mit EM nachzuhelfen. Das heißt, wieder mal Gießkanne. Wieder unsere 2 Schnapsgläser, 50 Milliliter. Egal ob bei Sprühflasche oder 10 Liter Kanne, es sind immer die 50 Milliliter. Zack. Und den Kompost noch mal schön durchfeuchten. Jetzt mit Triaterra-Streu, mit Kohle, Gesteinsmehl, Zeolit und so weiter, dass es sich richtig schön verbinden kann. Und dann noch mal ruhig einen Tag stehen lassen oder auch länger.
schau mal rein hier, wie schön das schon aussieht. Perfekt, also so, dass es gut feucht ist, zusammenbackt, aber noch nicht Wasser austritt. Das wäre hier perfekt. Man könnte das sogar machen mit der Triaterra-Streu und pur Urin. Der Triaterra-Streu ist ja schon, Mikron ist mit drin. Wir brauchen also nur noch Nährstoffe aufladen, vor allen Dingen Stickstoff ist wichtig. Und da wäre es tatsächlich eine Variante, wenn wir auf 10 Liter Triaterra-Streu 3 Liter pur Urin machen. Das mischen, das lädt die Kohle auch mit Stickstoff auf und dann könnte man die auch direkt verwenden. Triaterra-Streu direkt in den Boden, nur wenn der Boden sehr gut mit organischem Material und Nährstoffen versorgt ist. Die Kohle saugt im ersten Jahr muss sich erstmal mit Nährstoffen, mit Stickstoff vor allen Dingen aufladen. Und im ersten Jahr würde sie das im Boden, wenn man es einfach so reinmacht, den Pflanzen wegsaugen. Das heißt, wir müssen die vorher aufladen, entweder so über einen Kompost, über Bokashi oder wenn sie einen ganz gut mit Nährstoff versorgten Boden haben, weil sie gerade 20 cm Mist in ihr Gewächshaus eingegraben haben, dann könnten sie da das Triaterra-Streu notfalls auch direkt machen. So, jetzt haben wir das schöne Kompostmaterial und dann noch die Demonstration, wie man das am sparsamsten einsetzen kann. Nämlich, das hier sind, wir haben ja jetzt Ende März, das hier sind unsere Topinambur-Knollen, die gut gewachsen sind letztes Jahr. Habe ich jetzt auch schon in den Ofen gemacht. Ja, gar nicht so schlecht. Kann man essen. Und die haben höhere Erträge als Kartoffeln und kann man die ganze Winter im Boden lassen. Und ja, wenn es nicht gefroren ist, kann man die ausgraben. Und die kann man zum Beispiel jetzt, das gilt für Kartoffeln, für Tomaten, für Salat, für Kohlpflanzen, egal was man pflanzt eigentlich, außer bei Samen natürlich, aber kann man das Pflanzloch ein bisschen tiefer machen und da entsprechend als sogenannte Unterfußdüngung dann diese Mischung Kompost, Triaterra-Streu reinmachen. Dass man da direkt an die Wurzel geht, dann brauchen wir nicht flächig riesige Mengen Material. Wir können mit relativ kleinen Mengen hier arbeiten. Und wir nehmen mal hier dieses Beet neben den Himbeeren. Würde man das Pflanzloch also bewusst etwas tiefer machen als eigentlich nötig, wären hier vielleicht 10 cm, die man 5 bis 10 cm, die man für die Topinambur braucht. Wir machen es also tiefer und größer. Und machen da ruhig so eine Schippe Kompost Triaterra-Streu rein. Mischen das noch ein bisschen mit der Erde. Und legen da unsere Pflanztopinambur drauf. So, das wird wieder eine schöne große Pflanze und die hat direkt ein Depot bei sich dran an der Wurzel, sodass sie mit minimalem Aufwand doppelte Erträge kriegt. Sage ich mal, das hat sich bei Kürbis zumindest bei Versuchen so gezeigt, dass das doppelt dreifache Erträge kriegt, wenn man die mit so einer Unterfußdüngung düngt. Genau, ansonsten diese Mischung könnte man auch flächig ausbringen, einarbeiten, im Gewächshaus zum Beispiel auf intensiven Beeten oder sogar auf den Rasen ausstreuen, wenn man zum Beispiel intensives Rasenwachstum haben möchte, den mit Kompost düngen möchte, könnte man es auch damit, mit der Mischung mit, was wollen wir da reinmachen, 5 bis 10 Liter Kompost-Therapreta-Streu auf den Quadratmeter. Ja, das war's. Wenn Sie also das erste Mal in meinem Shop sind, sich fragen, was sollen Sie jetzt machen? Triaterra aktiv, Grundprodukt Nummer 1, sprühen oder gießen. Und Triaterra Streu, Grundprodukt Nummer 2, Kompost, Bokashi, beziehungsweise direkt mit Kompost oder Mist mischen und als Unterfußdüngung oder flächig ausbringen. Rein in den Garten.